Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde das ein bisschen interessant, Frau Häsler. Ich verteidige die Koalition ja ungern, aber ich war auch in diesem Berufsbildungsunterausschuss, wenn auch etwas zu spät, weil Frau Schöne und ich in einer Veranstaltung waren. Aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass dieser Tagesordnungspunkt der Debatte über diese große Anfrage ausgesetzt worden ist, weil die zuständige Referent war das, glaube ich, ne, aus Bremerhaven nicht da war. Und ich finde, wenn man darüber reden möchte, warum in Bremerhaven ein anderes Modell installiert worden ist als in Bremen, dann sollte man auch mit den Bremerhavenern reden und nicht über die Bremerhaven. So. Nein, das kann man nämlich nicht. Nein, Frau Häsler, man kann das nicht alles einfach nicht. Ich werde Ihnen das auch gleich mal versuchen erklären. Ich erkläre Ihnen da ein paar Sachen mal dazu. Nein. Nein, also es ist, ich gebe Ihnen ja durchaus recht, Frau Häsler, ich gebe Ihnen ja durchaus recht, dass viele der Anfragen der Opposition, egal in welchem Ressort, nahezu lieblos beantwortet werden und man oft nachfragen muss. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber an dieser Geschichte, ich kann dir doch nicht immer einen Gefallen tun, Mann. Aber das ist jetzt hier gar nicht der springende Punkt. Ich will mal zurückkommen auf den Schulversuch Werkschule. Es gab Bedenken, die hat Frau Schmidtke eben auch erwähnt, dass das ein heimliches Förderzentrum wird. Die hatten viele. Ich war damals noch im Beirat damit befasst, da war ich noch nicht Abgeordnete, die haben wir da auch geäußert. Wir haben aber ziemlich schnell gemerkt, dass das Modell in Bremerhaven kann ich es nicht beurteilen, weil ich das natürlich nicht mitbekommen habe, doch relativ gut zu laufen scheint. Ich habe es auch in meiner Nachbarschaft mitgekriegt. Da gab es einen Jungen, der aufgrund pubertärer Probleme die allgemeinen Bildungsgänge nicht geschafft hat und in der Werkschule dann den Bogen gekriegt hat. Also es scheint zu funktionieren und es geben ja auch die Zahlen erstmal vorsichtig recht. Wir haben eine hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern, die den Werkschulbildungsgang nicht verlassen ohne Schulabschluss, sondern einen Schulabschluss erreichen. Sogar eine hohe Anzahl von jungen Menschen, die eine erweiterte Berufsbildung erreichen. Dennoch gibt es an den Werkschulen Probleme und wir haben da im Unterausschuss im Übrigen, und deswegen sage ich Ihnen, erkläre das nochmal, durchaus ja schon mal darüber geredet und zwar auch unabhängig von dieser Anfrage. Wir wissen, dass das Konzept an unterschiedlichen Schulen unterschiedlich umgesetzt wird. Sie haben es ja eben selber angedeutet, dass es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Wir haben auch ein Problem, und das gehört dann eher an die Bürgerschaft als bestimmte Sachen, die man in der Deputation bzw. im Ausschuss regeln kann. Wir haben auch ein Problem mit der Ausstattung, weil auch Werkschulen Inklusion vornehmen und die schwierig ist, weil sie eben die zugehörigen Lehrer teilweise in diesem Bildungsgang nicht haben. Darüber müssen wir durchaus mal reden, wie wir das lösen. Das ist auch eine Debatte, die müssen wir in der Bürgerschaft führen. Aber das konkrete Problem, wie kriegt man die Werkschulen untereinander angeglichen, finde ich, ist eine Diskussion, die muss man im Ausschuss führen und nicht hier. Weil da muss man auch vielleicht mal mit den unterschiedlichen Schulen reden oder mit den Schulleitern, die mal zur Diskussion bitten oder einfach mal hingehen. Ich denke, das gehört hier jetzt nicht unbedingt hin. Was hier allerdings reingehört hätte in die Beantwortung der Anfrage, das wäre durchaus die berechtigte Frage, warum der Bildungsgang um Klassenverbände reduziert worden ist, weil er ja durchaus Erfolge vorweist. Also die Frage hätte ich auch gerne vom Staatsrat beantwortet. Und was wir allerdings wiederum im Ausschuss klären müssen, ist die Frage, warum haben Bremerhaven und Bremen zwei unterschiedliche Systeme? Weil, und das, deswegen meinte ich anfangs, ich will Ihnen das mal erklären, Bremerhaven hat einige Sondergänge in den letzten Jahren gemacht und die waren nicht immer schlecht. Also zum Beispiel, dass Bremerhaven die Oberstufenzentren erhalten hat, ist ein riesiger Vorteil, weil die Einführung der kleinen Oberstufen an den Oberschulen bringt uns in Bremen in vielen Stadtteilen vor massive Probleme. Sie wissen das, wir diskutieren das oft in der Deputation, führt zu mehr Segregation und führt zu einer Einschränkung der Fächer, die da angeboten werden können. Und was die Oberstufenzentren bieten, ist zum Beispiel eine vertikale Durchlässigkeit neben der horizontalen. Das ist eigentlich eine richtig gute Sache. Ich bin verdammt froh, dass Bremerhaven das Modell nicht aufgegeben hat, sondern daran festgehalten hat. Wenn jetzt die Bremerhavener mir in dem Unterausschuss glaubhaft erklären können, dass das Modell für sie besser ist als unser Werkschulmodell, dann finde ich, dann kann man das akzeptieren. Aber diese Diskussion möchte ich auch erst im Ausschuss führen. Die Frage, die wir dann wiederum irgendwie in der Bürgerschaft diskutieren müssen, sind die in Bremerhaven gleich ausgestattet?
Weil das habe ich nämlich Leuten hören, dass die Werkstattschulen in Bremerhaven nicht die gleiche Ausstattung haben wie in Bremen, weil das ja wieder alles kommunal geregelt wird. Dann müssen wir diese Diskussion wiederum hier führen, um dann eine Angleichung vorzunehmen. Weil es kann ja nicht angehen, dass vielleicht ein Modell weniger erfolgreich ist, weil die Ausstattung eine komplett andere ist. Aber diese Diskussion erstmal in dem Ausschuss zu führen, warum hat Bremerhaven Sonderweg, ist das schlecht oder ist das gut, finde ich in dem Fall völlig berechtigt. Und ich finde auch völlig berechtigt, dass der Ausschuss weise entschieden hat, wir führen diese Diskussion dann, wenn der Referent aus Bremerhaven da ist. Als nächstes rufe ich auf.